Was? Warum denn? Hallihallo, ihr Kaspar, Kasparinnen, Kasparinos und Närrinnen und Nahalesen und Hello, Alaf und was ihr auch immer in eurer Umgebung so sagt. Mein Name ist Arbeitskulli und die Leute sagen immer... Sieh einer an, wen haben wir denn da? Inspektor Lestrade. Nein, Arbeitskulli, ich sagte es gerade. Der hört mir auch nie zu. Unmöglich, der Mann. Ja, war natürlich Sherlock Holmes, ich glaube Juwelenraub. Ja, doch, Juwelenraub war das. Ihr wisst schon, das mit dem Zug. Ja, nicht im Zug, wahrscheinlich sitzt unser allerliebster Metal-Franke. Der war heute wieder nicht live, hat nur auf Spotify seinen Kommunen-Gedöns. Den Podcast über sein Lebne hochgeladen, also den Stuss, den er schon, was weiß ich, wie oft erzählt hat. Es ist furchtbar mit dem Kerl. Dafür hat 00 Leon, der elektrischste Leon diesseits des Rio Taco, ganz geheime Informationen rausgefunden und er teilt sie mit uns. So nett ist der. Das muss man sich mal vorstellen. Er bekommt Infos und gibt sie an uns weiter. Aber würde ich sagen, machen wir den Zähler an und dann machen wir das Video an. Und dann gucken wir mal, was er so rausgefunden hat und lernen daraus. Weil wir sind ja hier, um zu lernen oder um zu lachen, je nachdem. Wir sind ja aus unterschiedlichsten Gründen hier. Ich fange einfach mal an. So. Servus Leute, was geht? Ich bin es wieder, euer Leon Elektronik. Hallo Leon, also grundsätzlich geht alles, außer die Frösche, die hupfen. Und die Mexikaner, die sind Zauberer. Und da war noch irgendwas, das habe ich mir aber nicht gemerkt. Warum auch immer. Mit einem neuen Video für euch. So, heute möchte ich ja mal eine ganz spezielle Sache aufdecken. Oho, ich bin gespannt. Seid ihr auch gespannt? Es wird bestimmt spannender als ein Tatort. Gut, das ist jetzt keine Kunst, aber es wird bestimmt trotzdem unfassbar spannend. Ich habe schon die Sherlock Holmes Pfeife hier parat liegen, den Inverness-Mantel und den Deerstalker. Gut, die habe ich noch im Schrank, aber also ich bin bereit. Es darf ermittelt werden. Ihr wisst ja alle, diese ganzen Hater und Trollkommandos vom Frank Treiber bis hin zu dieser Telegram-Gruppe Leipziger Fanclub. Diese Menschen werden immer drastischer und bekloppter. Och, die werden bekloppter? Och du, das ist jetzt aber nicht sowas zu sagen. Du kannst nicht sagen, Leute werden bekloppter. Nee, komm, das ist gemein, das grenzt jetzt an Mobbing. Ich habe hier nämlich Post bekommen. Und jetzt haltet euch fest. Okay, haltet euch fest, er hat's gesagt, nicht, dass es euch vom Stuhl haut. Wer hat, kann jetzt auch gerne einen Gurt anlegen? Das ist ja eigentlich eine Idee. Bürostühle mit Sicherheitsgurt. Warum gibt's sowas nicht? Hallo, Industrie. Könnt ihr da mal nachbessern? So ein schöner Hosenträgergurt, das wäre doch was. Mit was ich mich tagelang rumstreiten darf, was die auch noch lustig finden. Hier. Das sieht ja jetzt aus, als würde er mit etwas zu großen Karten pokern. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, käme sogar die Anzahl hin. Diese ganzen Briefe habe ich heute bekommen. Ui, ich bekomme auch manchmal Briefe. Aber selten schöne Briefe. Meistens irgendwas so, hallo, wir sind's, wir hätten gern Geld von Ihnen. Da geht's, bei dem einen geht's darum, irgendeine Rechnung für irgendein Abo, was ich nicht abgeschlossen habe. Ja, dann musst du da hinschreiben und sagen, nee, war ich nicht, vergiss das. Dann hier noch etwas, und zwar von einem Abo. Hier, noch was von einem Abo, den ich nicht abgeschlossen habe. Du, vielleicht war das ein Gespenst. Die Maschinenkirschweih hat die Abos abgeschlossen. Hier, und zwar Rechnung für eine Bundesregierung aus Bonn. Rechnung für eine Bundesregierung aus Bonn. Der Brief war jetzt aber etwas länger unterwegs, kann das sein? Hat man die früher nicht immer über Steuern bezahlt? Haben die extra noch Rechnung geschickt? Ich weiß gar nicht mehr, ist so lange her.
Nee, ich glaube, das ging auch über Steuern. Aber war schöner, als die noch in Bonn waren. Habe ich auch nie was abgeschlossen. Hier. Nee, er hat niemals was mit der Bundesregierung zu tun gehabt, das stimmt. Ja. Huck, Coburg. Ja, das ist eine Versicherung. Da könnte es sein, dass du versichert bist. Vielleicht hast du ja dieses Knüttelkerlchen, mit dem du das Altfett zum Container bringst, da Haftpflicht versichert. Das wäre zumindest ratsam, weil wenn so ein Altfettbehälter ausläuft, du weißt, ein Liter Altfett kann 10 Milliarden Liter Grundwasser fettig machen oder so ähnlich. Auch nie was abgeschlossen. Und dann hier irgendwas mit Fix in Casco, auch irgendwas mit Zeitungen und sonstigen Abo-Fallen. Du, also wenn da was mit Inkasso draufsteht, werde ich das aber sofort aufmachen und angucken. Und da dann reagieren, weil, also Inkasso klingt eigentlich nie gut. Ja, so weit haben es die Hater gebracht. Ja, so weit haben sie es gebracht. Und es wird von Tag zu Tag immer mehr. Dann kommen auch noch sämtliche Mistpakete. Mistpakete? Man schickt ja Mist? Ja, wer schickt dir denn Mist? Hast du eine Landwirtschaft, dass du da Mist brauchst, um aufs Feld streuen? Oder meinst du das jetzt so im übertragenen Sinn, Sachen, die du nicht brauchst? Oder wie jetzt? Und so weiter und so fort. Aber bei diesen Briefen war auch noch was dabei. Nämlich das hier. Oi, 50 Stunden gratis AOL. Ja, das hier. Hier seht ihr auch schon, da ist ein Brief. Ja, also in der einen Hand, für die, die es nicht erkennen, in einer Hand hat er eine CD, in der anderen Hand hat er einen Brief. Und eine CD. Oha, das ist wie beim James Bond. Das ist bestimmt die Steuer-CD. Die sollte eigentlich ans Finanzministerium gehen, wurde versehentlich an Leon geschickt. Ja, jetzt hat er die Steuersünder-CD. Ich würde ja mal sagen, wir machen diesen Brief mal auf. Oh ja. Mich würde nämlich interessieren, was da drin ist. Vor allem, wenn da schon eine CD dabei ist. Ja, der Brief war jetzt noch verschlossen im Umschlag. Wie war die CD an dem Brief festgemacht, dass du siehst, dass das zusammengehört? So. Was haben wir denn hier? Also, ich lese es einmal vor. Das ist ein sehr netter Zug von dir, weil von hinten durchs Papier kann ich das jetzt ganz schlecht entziffern. Sehr geehrter Herr Sturm. Das ist er. Die Ermittlungen haben ergeben, dass sich die Hater aus der Telegram-Gruppe Leipziger Fanclub gegen ihnen einen perfiden Plan ausdenken. Ui, nee, das ist aber gemein. Also perfide Pläne soll man sich nicht ausdenken. Man kann sich doch auch mal einen netten Plan ausdenken. Sowas wie, wir stehen einfach mal vor seiner Tür mit einem Blumenstrauß und singen Guten Morgen, Sonnenschein oder sowas. Die wollen sie mit allen Mitteln für eine Sache beschuldigen, was sie nie getan haben. Oha. Was soll das gewesen sein? Das T-Shirt wechseln, oder? Durch den Plan, was die haben, lassen die es so aussehen, als hätten sie das getan. Wer hat diesen Brief denn verfasst, bitteschön? Ich formuliere die Frage mal um. Wer tut diesen Brief geschrieben haben, sein am Machen gewesen tun? Die Hater wollen sogar Kinder dazu zwingen und erpressen, gegen sie falsch auszusagen. Nee, Kinder lässt man grundsätzlich raus. Du, Leon, hättest die sexuell belästigt. Das ist der Plan der Hater in dieser Gruppe, den ich herausgefunden habe. Sie erhalten per CD die Audiospule davon. Die Audiospule? Ist die schon zurückgespult oder musst du die erst noch aufwickeln? Was die so planen. Mal wird er gesiezt, mal wird er geduzt. Okay. Ich möchte Sie bitten, öffentlich davor zu warnen. Okay. Denn das, was die vorhaben, geht definitiv zu weit. Denn da hört der Spaß endgültig auf. Bei Kindern hört der Spaß aber sowas von auf. Aber ich gehe mal davon aus, das ist natürlich getrollt, der Brief. Das plant kein Mensch. Will ich doch mal schwer hoffen. Gehe ich aber jetzt auch von aus.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Warnen und ich werde für Sie weiterhin ermitteln. Mit freundlichen Grüßen. Das heißt ermitteln. Thomas, der Privatermittler. Oi, ein Privatermittler. Also der ist jetzt nicht von Siemens, der ist privat. Aha, und das soll dann auf dieser CD hier drauf sein. Ja, dann würde ich einmal sagen, ich mache jetzt einmal diese CD auf und werde da mal reinhören, was da für Audiospulen drin sind. Ja, gut. Mach die mal auf und wickel die Audiospulen ab. Hast du Hammer und Meißel zur Hand? Wenn nicht, ich kann mal kurz in den Keller gehen. Ich glaube, ich habe da das passende Werkzeug. Ich werde diese dann hier auf YouTube veröffentlichen und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Ich höre mir jetzt mal an, was da drin ist und dann lade ich sie hier gleich hoch. Och Mann, ich hab gedacht, wir hören uns die jetzt zusammen an. Oh, das ist gemein. Jetzt hört er sie sich an und dann spielt er sie uns vor. Da weiß er schon, was zu hören ist. Das ist, nee. Och Leon, Mensch. Damit ihr mal hören könnt, wie weit es diese Hater treiben. Das ist wie dieser Kumpel, mit dem du ins Kino gehst und der war am Abend vorher schon in dem Film. Und wie weit diese Hater mittlerweile gehen werden. Na? Alles Weitere gibt es dann danach. Ich werde mich auch dann danach noch dazu äußern. Aber jetzt erstmal hören wir da rein. Ja, also wir hören erstmal da rein und dann äußert er sich dazu. Man könnte es natürlich auch umgekehrt machen. Ginge auch, wäre aber vielleicht ein bisschen seltsam, weil dann wissen wir noch gar nicht, was man auf dieser CD überhaupt hört. Auf besagter Audiospule. Es könnte auch ein Tontrafo sein, man weiß es noch nicht. Wenn's Stereo ist, sind's ja zwei Spulen. Das geht dann schon in Richtung Trafo, oder? Es ist mystisch. Ich schätze mal, die Maschinenkirche hat da was mit zu tun. Bin gespannt, was da rauskommt. Ja, ich auch. Und wer da dahinter steckt, weil da wird ja eine Stimme dabei sein, da bin ich gespannt. Ach so. Ja, Mensch, das stimmt. Bei Audiospulen ist auch immer eine Stimme drauf. Die ist dann, je nachdem wie die Spule gewickelt ist, hört man die Stimme dann vorwärts oder rückwärts. Ja, wisst ihr, wenn man die Stimme rückwärts hört, dann wird halt ein Dämon beschworen. Das hat man halt gelegentlich. Dann hat man so ein Vieh mit Fledermausflügeln, ein paar Hörner, das nach Schwefel stinkt, in der Bude stehen. Aber es macht ja nichts. Man kann ja lüften, ne? Fenster auf Kipp und gut ist. Aber das ist ja gut, wenn man diese Stimme gespeichert hat. Ja. Macht ja dann zwar für die Behörden und für die Polizei einiges natürlich leichter, ne? So. Ja, eben. Weil Tondokumente sind, glaube ich, vor Gericht schon seit Ewigkeit nicht mehr als Beweis zulässig, weil die so leicht zu fälschen sind, oder? Ja, wenn da so Ankündigungen auf dieser CD drauf sind, ne? Ja. Gut, also, bis gleich. Ja. Bin gespannt. Jetzt tatscht der wieder vorne auf die Kamera drauf. So, Leute, ich hab mal reingehört. Jetzt. Ja, toll, du hast schon reingehört und wir haben gewartet die ganze Zeit. Nee, also das finde ich jetzt wirklich nicht nett von dir, Leon. Diese CD, die ist im Computer drin. Hier sind meine Kopfhörer übrigens. Ich hab da schon reingehört. Tja. Er hat Kopfhörer, also sogar ein Stereo-Kopfhörer. Man erkennt das daran, dass für jedes Ohr so ein rundes Ding ist. Das ist sehr praktisch, weil, ja, dann hörst du von beiden Richtungen. Die Geräusche quasi, es ist toll. Also, ihr könnt euch da mal gerne drüber informieren, bei der Stiftung Warentest oder was ist was. Oder auch bei der Knopfhoff-Show, sofern die schon so modernes Zeug auch behandeln in ihrer Sendung. Stereo-Kopfhörer sind, also, der Schrei der Saison eigentlich. Das hat man jetzt. Wer in sein will, braucht Stereo-Kopfhörer. Und ich kann nur sagen, per aller Liebe, jetzt reicht's. Ja. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt wird der Dampf grün eingefärbt. Jetzt kann ich nur sagen, per aller Liebe, ab hier hört der Spaß auf. So, ich weiß von dem perfiden Plan, was die vorhaben. Ja, weil du schon reingehört hast in die CD, Manu. Und ich möchte jetzt in diesem Sinne da draußen, jetzt... Da draußen? Wie, du gehst jetzt raus? Bevor wir uns die Audiospulen anhören, möchte ich Folgendes machen. Ich möchte alle Leute da draußen warnen, die Kinder haben oder die andere oder andere Menschen.
Okay, also wenn ihr Kinder oder andere Menschen habt, dann seid ihr jetzt gewarnt. Ihr könnt jetzt auch am Computer die Lautstärke etwas höher drehen, das Fenster aufmachen, damit eure Mitmenschen draußen auf der Straße mithören können und auch gewarnt sind. Das wäre jetzt ein netter Zug von euch. Einfach mal so, ja, um der Umwelt einen Gefallen zu tun. Könnte ja sein, dass da gerade jemand vorbeiläuft, der Kinder oder andere Menschen hat. Seid vorsichtig. Hier gehen Kasperles Idioten um, die versuchen, mich und meinen Ruf und meine Existenz mit irgendwelchen Argumenten zu zerstören. Ja, also warnt eure Kinder und andere Menschen davor, dass Kasperle Idioten rumgehen, die den Leon ärgern und böse Sachen über ihn sagen. Weil nicht, dass die Kinder oder andere Menschen deswegen erschrecken und dann vor lauter Schreck von der Pippe fallen oder über ihren eigenen Rollator stolpern, man weiß es ja nicht. Was? Es kann alles passieren. Es gab Fälle, auch in Niagara. Also, das muss ich jetzt auch mal erwähnen. Tut mir leid, dass ich das so hart ausdrücken muss, aber es ist halt leider so. Ja, indem sie eine sogenannte Sexualität vortäuschen, die ich... Leon, das klingt jetzt irgendwie seltsam. ...gemacht haben soll? Ah ja, sie täuschen eine Sexualität vor, die er nicht gemacht haben soll. Hä? Die aber in Realität so gar nicht stimmt. Genau. Habt ihr das jetzt verstanden? Nein? Schade, ich hab gedacht, ihr erklärt mir, was er jetzt wollte. So. Und die Hater bezeichnen dies dann, und jetzt haltet euch fest, ihr werdet es gleich hören. Ja, also weiterhin, es darf festgehalten werden, wer jetzt das Fenster aufgemacht hat, damit die Nachbarn mit ihren Kindern und anderen Menschen, ihr wisst schon, ich erwähnte es bereits, weiter festhalten. Als damit, dass ich mich kaputt gesoffen hätte. Was? Wer käme denn auf die Idee, dass du gelegentlich mal einen trinkst? Also bitte. Ich meine, die Kisten da hinten, die stehen doch nur zur Deko da. Das ist eine Geldanlage, da gibt's Pfand für. Ja? Und sie geben mir 10 Jahre und habt ihr noch nicht gesehen. Könnt ihr selber reinhören und ich sage nur, jetzt haut das komplett den Boden raus. Und ja, es haut komplett den Boden raus. Wo raus? Ich frage mich jetzt, was muss auf dieser Welt noch passieren? So. Und ich kann nur betiteln, diese Person, die jetzt gleich von der Stimme zu hören sein wird. Auf der Spule, ihr wisst schon. Sollte irgendjemand diese Person kennen, redet dieser Person ins Gewissen. Diese Person, die jetzt da als von der Stimme zu hören ist, wenn ihr diese Person kennt, warnt diese Person und bringt diese Person zur Vernunft. Weil diese Person wird von mir eine Anzeige bekommen wegen üble Nachrede und Verleumdung und wegen Betrug. Ui, betrügen will die auch? Das ist ja gemein. Das geht ja schon fast ins Kriminelle, Leon. Und dass er zwar am besten darauf hinausläuft, das ist ja offensichtlich. Und jeder, der den Ernst der Lage noch nicht erkannt hat, der kann es dann hier gleich in diesem Video selber lesen. Betrug und üble Nachrede, was das für strafrechtliche Konsequenzen mit sich bringt. Ja, aber erst wickeln wir die Spule ab, bitte. Und dann lesen wir. Also seht jetzt genau hin, ob ihr die Stimme erkennt und redet der Stimme ins Gebiss, dass sie keine üble Nachrede verleugnen soll, weil das Betrug wäre. Oder so ähnlich. Und zwar gewaltige. Aber hallo. Und dann auch noch Anstiftung. Anstiftung zu Straftaten. Das ist, glaube ich, auch verboten. Anstiftung zu Straftaten ist auch verboten. Habe ich mal gelesen. Kommt da noch oben drauf. Das lasse ich euch alles lesen. Also, die üble Nachrede und Verleumdung. Dann... Leon, wie heißt das Wort? Verleumdung? Die sogenannte... Ne? Muss irgendwas mit Bergsteigen zu tun haben. Er kommt nicht raus. Ne? Ja. Ja. Ihr wisst ja Bescheid, ne? Genau. Die sogenannte, ihr wisst ja, was er meint. Üble Nachrede und Verleumdung. Dann diesen Betrug. Betrug haben wir noch. Betrug. Üble Nachrede und Verleumdung. Betrug. Ja. Und dann noch Anstiftung zur Straftaten.
Und das genau. Nennt man Vortäuschen einer Straftat. Nö. Anstiftung und Vortäuschung ist was anderes. Wenn ich jemandem sage, geh hin und raub die Bank aus, ist das eine Anstiftung. Wenn ich bei der Polizei anrufe und sage, holla die Bolla, da raubt gerade jemand die Bank aus, obwohl nichts ist, dann wäre das Notrufmissbrauch und Vortäuschung. Also wenn man es so tut, als wäre eine Straftat passiert, die es aber nie gab, das wäre Vortäuschung, Leon. Anstiftung ist, wenn man einem anderen sagt, er soll was tun. Das ist dann Anstiftung. Also Anstiftung wäre zum Beispiel, wenn Bumsti seine Raschballes anstiftet, wegen Urheberrechten, die sie nicht haben, bei YouTube zu melden. Wie es ja heute, glaube ich, wieder mal passiert ist bei der Märkischen Hater. Da wurde der Stream weggemittelt wegen Urheberrechten von jemandem, der nicht reiner war. Bin auch mal gespannt, wann YouTube dahinter kommt, dass denen da auch Kohle durch die Lappen geht bei sowas und dass die da eventuell mal sauer werden und diese Fake-Melder mal verfolgen. Das wär richtig lustig. Ich glaube, da würde ich lachen an dem Tag. Diese Person, die da auf der Audiospule zu hören ist, den ihr jetzt gleich hören werdet. Ja, also wir werden die Spule heute noch hören. Also keine Panik. Wer bekommt die Spule heute noch zu hören? Sie wird nur gerade zurückgespult. Das dauert ein bisschen. Deswegen muss er uns jetzt noch ein klein wenig auf die Folter spannen. Wenn ihr diese Person kennt, dann warnt diese Person, dass sie jetzt noch aufhören kann mit dem Scheiß. Weil diese Person wird des Lebens nicht mehr froh werden. Nicht mehr froh werden, wenn sie das umsetzt, was sie da ins Rollen gebracht hat. Und was sie da im Audio sagt. Und die Audiospulen habe ich als Beweismittel. Die werde ich vor Gericht mit auflegen. Oh ja. Und erklärst dem Gericht am besten auch so, wie du es gerade uns erklärst. Damit der Richter und die Schöffen und die Geschworenen und der Staatsanwalt von Siemens auch ganz genau wissen, um was es überhaupt geht. Weil wir sind jetzt vollumfänglich informiert und weiß ja, so ein Richter, der will's halt auch genau wissen. Und dann und zwar wird diese Person in ihrem Leben nichts mehr zum Lachen haben. Aber im Gefängnis soll's manchmal auch ganz lustig zugehen. Gab's da nicht mal hier von Elvis Jailhouse Rock und so? Ja, jetzt hört der Spaß auf. Also, hören wir kurz rein in diese Audiospulen. Wenn ihr die Person kennt, jetzt hat er noch Zeit, es zu ändern und sich zu entschuldigen. Ja, bei wem? Egal bei wem oder einfach, also generell eine Entschuldigung reicht's auch, wenn er jetzt bei der Telefonseelsorge anruft, in den Hörer brüllt, Entschuldigung, wieder auflegt und dann ist gut oder wie? Und wenn er nicht aufhört, dann wird er mit dem nötigen mit den Strafrecht... Wolltest du jetzt sagen, mit der nötigen Kotze? ...rechtlichen Konsequenzen leben müssen. Ja, okay. Ganz einfach. Da fackel ich nicht lange, ich setze sozusagen strafrechtlich sofort alles Mögliche um. So. Aber hallo. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, ich überspule jetzt das von dieser eingelegten CD rüber auf das Schneideprogramm, schneide das dann alles zusammen, dass ihr euch das anhören könnt, was... Moment, du willst das zusammenschneiden? Leon, das tut man nicht. Das klingt jetzt fast so, als würdest du da was so zusammenschneiden wollen, damit's böse klingt. Das, da wäre ich mit dieser Formulierung ein wenig vorsichtiger. Also nicht gar so unbedarft. Der so plant, diese Person. Und nochmal, wenn ihr diese Person erkannt habt, wer es ist. Ah, gut, dass er es erwähnt übrigens. Also für den Fall, dass ihr diese Person kennt, dann warnt sie und sagt ihr, hier, schau mal einer, guck, Leon weiß jetzt, wie deine Stimme aussieht. Er hat sie vorhin zurückgespult. Von der Stimme her. Dann warnt diese Person schon mal vorab, sie macht sich strafbar, wenn sie das umsetzt. Strafbar, üble Nachrede und Verleugnung, Betrug und Anstiftung zu Straftaten. Und diese das andere. Anstiftung zu Straftaten ist der sogenannte Strafmaß. Mhm, ja, genau. Also die Anstiftung ist ein sogenanntes Strafmaß, also etwa 1 Liter. Man muss dann 1 Liter Strafe trinken. Ne? Vortäuschen einer Straftat. Genau, ist ja quasi das Gleiche. Ist halt nur ein bisschen anders, aber ansonsten, es ist identisch. Ne? Genau. Ja. Und wenn man das zusammenrechnet, das wird nicht nur mit
einer fetten Geldbuße dann getan sein. Nein, für sowas kann man nur zwar, wenn man es drauf anlegt, für mehrere Jahre hinter Schloss und Riegel wandern. Ja, allein schon hier für das Ding 2 Jahre, dann für Bums 3 Jahre, das sind schon mal 5 zusammen und dann noch 10 Jahre für dies und es summiert sich, es läppert sich. Könntest dann auch selber lesen. Ja. Ich spiele das jetzt ein, was diese Person vorhat. Werde mich dann dazu nochmal melden und euch dann einblenden und sagen, was für ein Strafe. Ja, also er wird jetzt wahrscheinlich die Spule einlegen, damit wir hören, was auf der Spule gespielt wird. Möglicherweise. Es könnte aber auch sein, dass er noch 20 Minuten ankündigt, dass er die Spule jetzt einlegt. Wir wissen es nicht genau. Was auf diese Person zukommt. Und an alle weiteren da draußen, werdet ihr von irgendjemandem angesprochen oder irgendwelche Kinder erpresst dazu, sagt nein. Ja, man sollte sich sowieso von Fremden nicht anreden lassen. Wenn man Kinder ab... Was, wenn ihr von Fremden angesprochen werdet oder Kinder erpresst dazu, sagt nein. Moment, das muss ich mir mal aufschreiben, ob ich den Satz vielleicht verstehe, wenn ich ihn lese. Kleinen Moment. Nein? Nope, wird nicht besser, Leon. Sagt nein. Sag nein. Geht auf so ein Spiel nicht ein. Denn ihr seid dann mit in Leidenschaft gezogen. Ja, ihr seid mit in Leidenschaft, also ihr seid dann auch leidenschaftlich. Worum ging es jetzt eigentlich, Leon? Ich habe komplett vergessen, worum es ging. Und das kann ein Problem werden. Deswegen an die ganze Welt da draußen, wenn ihr Kinder habt oder andere Menschen, geht auf diese Idioten nicht ein. Sagt nein. Genau. Also, wenn ihr Kinder habt, geht nicht auf diese Idioten ein. Egal, was die Kinder wollen, sagt nein. Oder, nee, Moment. Moment, ich bin jetzt komplett neben der Spur. Also, ihr habt Kinder oder andere Menschen, die sind Idioten und denen sollt ihr nein sagen. Nee, auch nicht. Moment. Leon, leg doch einfach mal die Spule ein. Nur ehrlich. So, und in diesem Sinne habe ich da mich, glaube ich, hart und deutlich und genug aus zu Wort gemeldet. Ne? So, dann würde ich sagen, lasst uns diese Spiele beginnen. Ihr werdet selber mit dem Kopf schütteln. Und ich möchte an diese Leute jetzt nur noch appellieren. Jeder, der jetzt diesen Weg noch mitfährt und sich nicht endgültig und zersträubt und sagt... Okay, also, wo fahren wir denn jetzt hin? Leon, ich dachte, wir wollten eine Spule anhören. Jetzt sollen wir noch durch die Gegend fahren. Willst du jetzt Forza installieren oder was ist denn, Leon, bitte? Ich steige hier aus. Den kann ich nur eins sagen. Der macht sich mit strafbar, der wird für das Gleiche zur Rechenschaft gezogen, weil er mitgemacht hat. Ja, wer, was auch immer, auf jeden Fall. Also, sowieso. Ja? Genau. Weil er mitgemacht hat. Und dann sitzen diese Personen hinter schwedischen Gardinen und es wird dann nicht nur einer sein, wenn einige mitlaufen. Jetzt hat man noch die Chance, auf die gute Seite zu kehren. Zu den Jedi? Denn. Wobei, so gut waren die Jedi auch nicht. Ne? Jetzt ist der Punkt gekommen, wo das Triggern eines anderen, wo der Spaß endgültig aufhört. Jetzt haben die Menschen noch Zeit, und zwar davon zu flüchten. Okay. Also, irgendjemand fährt los und die anderen sollen davon flüchten. Gut, dann ist so ein Geisterfahrer oder er fährt generell wie ein Henker, gibt's ja auch. Jeder kennt so jemanden. Sobald er sich hinter das Steuer setzt, sollten alle möglichst in sicherem Abstand, weil man weiß nie, ob der auch da rausfährt, wo er eigentlich hin wollte. Und das sage ich jetzt sozusagen aus dem guten Gewissen. Jetzt haben sie noch Zeit zu flüchten. In diesem Sinne. Lasst uns reinhören. Oh, doch schon. Also, jetzt kommt doch tatsächlich die Spule, eventuell. Wir wissen es nicht. Gott, ja. Eigentlich ist es nicht lustig so, aber, ja. Die Frage ist halt... Könnt ihr das gut akustisch verstehen? Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass der sich sein Gehirn mehr und mehr matschig säuft. Ja, so.
Okay, das ist jetzt keine besonders nette Aussage. Aber Leon, der Verdacht, sagen wir es mal so, man kann es nicht völlig von der Hand weisen. Da braucht man ja gar nicht drüber zu diskutieren. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, ja. Habt ihr die Stimme schon erkannt? Ob nicht mit der Zeit, das ist jetzt nur eine Theorie, ob das passiert oder nicht, keine Ahnung, ja. Aber ob nicht mit der Zeit, wenn der sich mehr und mehr und mehr und mehr und mehr blöd säuft. So. Ja, dann könnte es halt passieren, dass er in die Politik geht. Ja, das Risiko besteht. Und wir sind ja da schon relativ weit vorangeschritten. Ja. So. Ob der dann nicht anfängt, irgendwelche... Du musst ja gar nicht um kleine Jungs dabei gehen, ja? Das ist ja genauso degeneriert, wenn das mit kleinen Mädchen ist. Okay. Wie kommt man da jetzt drauf, wenn sich jemand wirklich die Birne in Spiritus einlegt, um es mal so zu sagen, dass er dann irgendwann anfängt, mit kleinen Kindern rumzumachen? Also wie man da den Zusammenhang jetzt herstellen will, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Darum geht es ja am Ende dann gar nicht, was der für eine tatsächliche sexuelle Neigung oder ob was für ein Geschlecht der sich hingezogen fühlt oder was. Ja? Aber, ja, wenn der sich nicht genug irgendwie die Birne kaputt gesoffen hat, ob der dann nicht vielleicht sowas entwickeln könnte. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Halte ich eher für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube eher, also da müsste man die Neigung schon haben und dann halt durch den Alkohol und die Nachwirkungen immer weiter enthemmt sein. Aber wenn man die Neigung nicht sowieso schon hat, wieso soll man die entwickeln, dadurch, dass man ja sich die Birne weich säuft? Gut, kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen. Nur so eine Theorie, wie gesagt. Ich schieße jetzt mal einfach ins Blaue, ja, aber wie wahrscheinlich wäre es, wenn man, Leon ist jetzt wie alt, 26 oder was, wie wahrscheinlich wäre es, wenn man dem noch 10 Jahre geben, dass dann nicht irgendeine Kindergeschichte auftaucht? Also wenn er diese, okay, ich habe keine Ahnung, wie derjenige da jetzt drauf kommt. Gibt's irgendwelche Hinweise bei Leon oder mir wäre nichts bekannt? Geil, geil, geil! Leon will im Knast zugefickt werden. So, Leute. Oh, Moment, ich mache jetzt erstmal wieder leiser. Leon, da gibt's jetzt ein kleines Problem. Hast du nicht irgendwas angekündigt, die wollen Kinder erpressen? Dass sie aussagen, du hättest was mit denen angestellt, das kam jetzt aus dem Gespräch nicht raus. Das war einfach nur eine komplette Spinnerei, dass du eventuell in ein paar Jahren, wenn du regelmäßig Alkohol konsumierst, um es mal so zu sagen, ob dann die Möglichkeit bestünde, dass du auf so einen Blödsinn kommst, was ich persönlich für äußerst unwahrscheinlich halte, und wenn, dass du dann halt nach dem Gefängnis hingehst, wo du in dem Fall hingehören würdest, beziehungsweise in eine psychiatrisch geschlossene Hüpfburg. Oder was man da halt macht. Da habt ihr es nun gehört, was das so in Planung ist und was diese Idioten mit mir planen. Nein? Habt ihr irgendeine Planung gehört? Ich hab gehört, dass da zwei Leute wüste Theorien zusammenspinnen, aber von einer Planung war da jetzt gar nichts, Leon. Das tut mir jetzt sehr schade für dich, beziehungsweise, nee, eigentlich ist das ja gut für dich, dass sie nichts planen, aber nee, da war jetzt beim besten Willen nichts aus diesem Schnipsel rauszuhören, was auf eine Planung schließen lässt. Ja, was die mit mir planen. Ja, jetzt habt ihr das einmal gehört und das, was ihr jetzt am Schluss gehört habt, was der doch gesagt hat, dass ich, Leon, im Knast gefickt werden würde. Ja, passiert halt im Gefängnis gelegentlich. Weißt du, was ich darauf sag? Diese Person, die da gesprochen hat, du wirst im Knast gefickt. Und warum? Wofür soll der in den Knast? Kannst du das jetzt irgendwie begründen? Du wirst mit strafrechtlichen Konsequenzen gefickt, mein Freund. Und wofür? Denn
Du brauchst hier nicht meinen, dass du der König und der King bist. Merkt ihr das? Gut, man konnte jetzt an der Aufnahme schlecht hören, ob der eine Krone auf hatte, von daher. Also der King war es nicht, er klang absolut gar nicht wie Elvis. Nee. Elvis klang anders. Also, nee. Der King war er nicht, aber vielleicht ein König. Ich weiß von deinem perfiden Plan. Und dann bist du. Leute, geht ein Stück zur Seite, sonst deutet er genau auf euch. Und dann seid ihr derjenige. Gefickt. Und nicht ich. Merkt er das? Sag mal, Leon, wo hast du solche Begriffe her? So. Ja. Und jetzt noch was zu euch, Leute. Ihr habt das gehört, was da in Planung ist. Und was diese Hater mit mir vorhaben, dass sie alle Mittel dran setzen, dass ich eine draufkriege. Nein. Leon, könnte es sein, dass du uns die falsche Stelle vorgespielt hast? Oder ist das wirklich die Stelle, die du meinst? Und du hast da jetzt irgendwas reininterpretiert auf eine Weise, die ich beim besten Willen nicht nachvollziehen kann. Also ich kann, manchmal kann ich das ganz gut, mich in sowas reinzuversetzen. Wie könnte man das jetzt so sehen, das, aber nee, also das gelingt mir jetzt beim besten Willen nicht. Und ich verstehe manchmal sogar, was unsere Außenministerin meint, wenn sie was sagt. Also ich verstehe nicht nur, was sie sagt, sondern auch, was sie damit eigentlich ausdrücken will gelegentlich. Also das will schon einiges heißen. Ja, und die sich fein aus dem Staub machen. Deswegen kann ich hier an alle da draußen appellieren. Schützt eure Kinder. Ja, auf jeden Fall. Es hat zwar jetzt damit überhaupt nichts zu tun, aber Kinder sollten geschützt werden. Schützt eure Kinder von solchen Idioten, wie wir gerade abgehört haben. Gut, die Leute kenne ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, inwiefern die jetzt auf Kinder einen negativen Einfluss haben könnten, aber generell sollte man darauf achten, dass Kinder ja einen passenden Umgang haben, um es mal so zu sagen. Ja, dass sie mit Leuten Umgang haben, die sie irgendwie weiterbringen, intellektuell, auch moralisch ein Vorbild sind, dass aus den Kindern mal was wird. Sonst machen sie später mal TikTok und das will nun wirklich keiner. Schützt sie. Ja, Warnung vor diesen Menschen. Die nennen sich Leipziger Fanclub. Telegram-Gruppe. Ach, das war der Leipziger Fanclub? Alle beide? Ja, schützt eure... Die klang jetzt aber nicht so, als kämen die aus Leipzig. Also bei dem, der länger gesprochen hat, war ich jetzt noch nicht sicher. Das klingt so ein bisschen hessisch, aber auch stellenweise so Richtung Köln. Kinder vor diesen kriminellen Banden. Ja, aber gewaltig, ja? Aber hallo. Denn das, was diese Hater und diese Person, die da gesprochen hat, vorhat, ist ein sogenannter Kindesmissbrauch, den sie... Wo genau hat sie davon gesprochen, dass sie das vorhat, Leon? Das wird mich jetzt mal interessieren. Also in dem, was du uns vorgespielt hast, wurde mit keinem Wort auch nur angedeutet, dass diese Person das vorhat, sondern sie hat nur mit dem Gedanken gespielt, dass es, ob es denn möglich wäre, dass du sowas irgendwann mal machen könntest, wenn du dem Alkohol zugetan bist über einen längeren Zeitraum. Also, dass er das sowas vorhat, wurde da nicht angedeutet, mein besten Willi. Mir an, den diese Hater mir anhängen wollen. Ja? Und da sag ich, da hört der Spaß auf. Die Kinder sind das Heiligtum unserer Erde. Ja? Keiner hat sich an Kinder zu vergreifen. Jo, absolute Zustimmung. Finger weg von Kindern. Niemand. Ja? Sage ich hier mal mit konkreter Ansage. Wirklich niemand. Ja, da bin ich auch voll bei dir, Leon. Und diese Person, die jetzt da gesprochen hat, die macht sich nämlich mit folgenden Situationen strafbar. Mit folgenden Situationen? An wen erinnert mich das jetzt? Wir haben üble Nachrede und Verleumdung. Bist du dir da sicher? Also, überhaupt so eine Theorie aufzustellen und auszusprechen, ist natürlich nicht nett. Aber ist das üble Nachrede
oder Verleumdung. Also du weißt ja, da gibt es einen Unterschied. Bei dem einen, da denkt man, es stimmt aber nicht. Beim anderen weiß man, es ist verkehrt. Also bei übler Nachrede ist, glaube ich, wenn man glaubt, es stimmt, was man sagt, aber es stimmt nicht. Und bei Verleumdung ist, man weiß, es ist Quatsch, was man erzählt es aber trotzdem. Aber da wurde ja jetzt nicht gesagt, du hättest irgendwas getan oder du hättest jetzt konkret eine Veranlagung, sondern nur, ob es möglich wäre, dass du in Zukunft... Betrug? Hä? Wie kommst du jetzt auf Betrug? Betrug und das Vortäuschen einer Straftat. Hä? Wie kommst du darauf? Leon, haben wir die gleiche Spule gehört? Kann es sein, dass du eine ganz andere Spule gehört hast als wir? Hast du irgendwie was von Al-Qaida gehört, wo sie geplant haben, mal wieder irgendwelche Flugzeuge in Hochhäuser zu knallen und hast uns das von den beiden da vorgespielt? Oder anders kann ich mir das jetzt echt nicht mehr erklären. Na? Vortäuschen einer Straftat. Ne? Und jetzt werde ich ja mal auch noch das Gesetzbuch aufmachen. Oha. Leon, das ist die Straßenverkehrsordnung, was du da gerade aufgerufen hast. Na? Ja, nu? Ja, warte, nu. Hallo? So, hier, da haben wir das. Also, wir haben uns im Strafausmaß, haben wir. Im Strafausmaß. Also, wir hatten vorhin ein Strafmaß, das ist ein Liter, ein Strafausmaß ist dann quasi, wenn es leer ist, dann ist es ausgelaufen. Das ist so ähnlich wie Licht an, Licht aus. Ihr kennt euch damit aus. Üble Nachrede und Verleumdung. Betrug. Vortäusch einer Straftat. Und wenn es umgesetzt wird, dann auch noch Anstiftung nach Strafgesetzbuch Paragraph 26. Ihr könnt euch das jetzt alle... Moment mal. Anstiftung ist doch auch, wenn ich jemanden anstifte, was zu tun, dann ist es doch egal, ob der das dann auch umsetzt oder nicht. Angestiftet habe ich ihn ja so oder so. Oder wird da wirklich ein Unterschied gemacht? Wenn ich jetzt jemandem sage, geh hin, überfall die Bank und er macht's nicht, habe ich ihn doch trotzdem dazu angestiftet, oder? Lass hier mal durchlesen. Dieses ganze Strafregisten sind dieses... Die Strafregisten sind, ihr kennt das alles. Es ist ein juristischer Fachausdruck. Ein Register von Straftaten wird auf diese Person, die da gesprochen hat, zukommen. Ja, weil... Das weiß nur er alleine. Und ich kann nur jeden betiteln, der diese Person kennt, der kann diese Person jetzt noch und zwar dazu bringen, vernünftig zu werden und mit diesem Scheiß aufzuhören und sich vor einigen Straftaten zu bewahren. Ja, also vor einigen Straftaten kann man sich bewahren, vor anderen Straftaten leider nicht. Aber die unbewahrbaren Straftaten, die werden nicht aufgezählt. Das sind auch nur ganz kleine Straftaten. Das ist so Zwergensachen quasi. Denn diese Person... Ihr wisst schon, wenn man in Moria quasi den Kaugummi klaut. Die er betitelt hat, dass ich Leon und zwar im Knast gefickt werde, ja? Diese Person wird und zwar im Knast schmorren, ja? Die wird schmorren. Schmorren? Gibt's da auch Unis und Leben? Die das gesagt hat, die wird im Knast schmoren, weil sie nämlich für... Die Anstiftung zu Straftaten, Paragraph 26, Wo? Also, wo hat die Person das gemacht? Strafgesetzbuch drankommt, dann wegen Betrug, wegen üble Nachrede und Verleugnung und wegen, jetzt haltet euch fest. Achtung, festhalten. Moment. Moment, Leon. Und wegen Vortäuschen einer Straftat. Oi, ja. Leon. Ist alles gut bei dir? Du bist wirklich sicher, dass du uns die richtige Spule vorgespult hast, ja? Also, ich kann es beim besten Willen jetzt nicht mal ansatzweise nachvollziehen.
da habe ich ja das mit der Maschinenkirschwei besser verstanden, Leon. Jetzt mal ernsthaft, ganz unter uns. Ja, also diese Person, die da gerade geredet hat, die wird im Knast und zwar sowas von schmoren, die wird nichts mehr zum Lachen haben. Ja, die wird schmoren bei Ober- und Unterhitze. Ja, da gibt's keine Umluft mehr, nee, da ist dann Schluss mit lustig. Die hat sich ihr Leben vergeigt. Der steht fest. Und ich werde jetzt in den nächsten Tagen gegen diese Person vorgehen. Die Audiospulen habe ich ja. Ja, spul sie aber zurück, bevor du sie nach Siemens bringst. Ne? Weil du weißt ja, das ist wie bei den VHS-Kassetten damals in der Videothek. Wenn du die zurückgibst, hast nicht zurückgespult, musst du eine Mark extra bezahlen, Strafe. Ja? Oder du kommst in den Knast, kann natürlich auch sein. Die Audiospulen habe ich. Merkt euch das. Ja? So. Jo. Und jetzt an alle. An alle. Und schunkeln. Nee, das da draußen. Ja? Also, ihr seid jetzt auch gemeint, auch wenn ihr das gerade indoor hört. Also, das, er meint jetzt nicht nur die Leute, die gerade draußen sind, zum Beispiel den Garten verschönern und dabei das hören, sondern auch die Leute, die in der Wohnung sich aufhalten, den Abwasch machen, ja, keine Ahnung, das Parkett bohnen, die Tapete planieren, was man halt so macht. Passt auf. Habt ihr übrigens schon mal eine Raufasertapete an der Wand glatt gebügelt? Das geht überhaupt nicht, das ist totaler Scheiß. Welche Menschen euch über den Weg laufen? Und wenn es und zwar da draußen Eltern gibt, die, sagen wir mal, jetzt Kinder haben, ja? Ja, also, wenn es gibt Eltern, die Kinder haben, ehrlich? Es wird ja immer verrückter. Sowas gibt's jetzt neuerdings auch schon? Der Wahnsinn. Schützt eure Kinder vor solchen Verbrechern. Ja. Ich weiß zwar jetzt nicht, was die für ein Verbrechen gemacht haben sollen, aber man sollte seine Kinder grundsätzlich vor Verbrechern schützen. Und andere Kinder übrigens auch. Schützt diese Kinder vor Verbrechern. Lasst uns beim Kinder nicht so schnell ins Internet. Ja, also unter 30 sollte eigentlich keiner ins Internet. Man sieht ja, was aus zwei Franken geworden ist, die mit Anfang 20 ins Internet gegangen sind. Kam nichts Gutes bei raus. Da tummelt sich ein Abschaum und zwar der schlimmsten Szenen. Ja, das stimmt. Also da tummeln sich Leute, manche bestehen aus Kristall und sind Schamanen. Manche nennen sich mal Büro, mal Löwe, mal Ziege, mal Fliege. Also da tummeln sich Leute, das glaubst du gar nicht. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Doch, auf ein paar von denen habe ich schon reagiert. Lasst euch auf so ein Spiel von solchen Idioten gar nicht ein. Und jetzt noch etwas anderes. Oh schön, endlich mal was anderes. Ah, gut. Worum geht's denn jetzt? Maschinenkirschwei. Endlich ein Thema, das ich auch nachvollziehen kann. An diese Leute, die jetzt immer noch die gleiche Schiene fahren. Ich denke, es geht um was anderes. Jetzt fängst du ja wieder von vorne an, das giltet nicht. Komm, lies einen Busfahrplan vor. Und das noch mit befürworten, das mir anzutun. Ja? Was? Ja, was denn? Die haben doch gar nichts gesagt, was sie dir antun wollen. Oder dass sie dir irgendwas antun wollen. Diese Person gerade plant, ja? Jetzt habt ihr noch die Zeit auszusteigen, denn ihr könnt es jetzt gleich lesen. Ich lasse es euch lesen. Ihr werdet es gleich lesen, was ein Strafmaß und zwar auf euch zukommt. Ja, also er lässt es uns lesen. Und wenn er es uns so lesen lässt, wie er uns die Spule vorgespult hat, wäre das heute nichts mehr, weil er uns... Das Video geht noch 19 Minuten und er wird uns dann 19 Minuten lang erzählen, dass er es uns gleich lesen lässt. Wenn ihr dann und sagen, dann könnt ihr gerne mal einen Anwalt aufsuchen und euch beraten lassen, was da für euch zivilrechtlich auf dem Spiel steht. Zivilrechtlich schätze ich mal gar nicht mal so viel. Das wird dann eher ins Strafrecht gehen. Aber ist lustig, beim Anwalt habe ich gerade heute gewhatsappt. Der hat mich für nächsten Januar zum Skiurlaub eingeladen. Hat jetzt aber damit nichts zu tun. Und dann werdet ihr erkennen, jetzt ist Gefahr im Verzug, jetzt steige ich aus.
Ja, wenn im Zug Gefahr ist, Notbremse ziehen und aussteigen. Man weiß, im Zug kann ja alles Mögliche sein. Jack the Ripper sitzt im Zug oder hier Jason oder Michael Myers. Vielleicht brennt der Zug auch mal, man weiß es doch nicht. Wenn ihr Gefahr im Zug habt, nicht weiterfahren. Auch wenn der Zug nach Hogwarts fährt. Ich weiß, wir wollen alle nach Hogwarts, aber nee, bevor der Zug explodiert, entgleist oder sonst irgendwas passiert, lieber aussteigen. Jeder, der nicht mit aussteigt, der wird... Der kommt dahin, wo der Zug dann anhält. Irgendwann, ja, das ist so, Leon. Ebenfalls dafür belangt werden, weil er mitgemacht hat. Ja, also wenn ihr in einer Telegram-Gruppe seid, egal ob ihr mitmacht oder nicht, ihr macht mit. Oder so ähnlich. Androhung von mir. Die Drohung ist das von dir? Drohung ist, glaube ich, verboten, oder? Jetzt hört der Spaß auf. Irgendwo reicht's auch. Und ja, diese Person, die jetzt da gerade gesprochen hat, in diesen Audiospulen, die ich habe... Ja, welche von den beiden? ...hab zugesendet bekommen. Ja, diese Person, wenn irgendjemand diese Person kennt, von der Stimme her... Dann bitte ein Anruf an das Studio Zürich und Konrad Dönz in der Schweiz oder an unser Zürich in Augsburg, ja. Gibt's eigentlich... Ich bin schon ganz dulli von dem Gequatsche. Der hat mich schon komplett besoffen gequatscht. Gibt's Aktenzeichen XY eigentlich noch? Ja. Trichtet diese Person immer wieder ein. Trichtern? Wie trichtern? Geht's jetzt neuerdings um ZDK? Was hat der damit zu tun? Es sein zu lassen, denn sie macht sich strafbar. Nee, trichtern ist erlaubt, Leon. Nicht gesund, aber erlaubt. Robust strafbar. Und ihr... Nein, Rubius Hagrid hieß der Mann. Meine Güte, der kriegt aber auch alles durcheinander, der Junge. Ihr könntet das gerne nachlesen. Und wenn diese Person jetzt selber dieses Video von mir sieht, dann soll sie jetzt schon mal zu einem Anwalt laufen und... Oder für immer schweigen. Dann ist er aber verheiratet mit ihm. Würde ich mir gut überlegen. Und sich beraten lassen. Ob das noch rechtens ist, was er jetzt tut. Ja, und ob die Skibindung noch eingestellt ist. Ihr wisst, die muss jedes Jahr neu eingestellt werden. Körpergewicht und Knie. Ach, ich bin seit ich ein Kind bin nicht mehr Ski gefahren. Fällt mir gerade auf. Ich habe gar keine Skier mehr. Was mache ich denn jetzt? Kacke. Und das lege ich dieser Person mal gewaltig ans Herz. Ja? Jo. Also, Leute da draußen. Und hier drin. Aufpassen. Da tummelt sich ein Abschaum, das ist nicht mehr normal. Und die wollen mich robust kaputt machen und fertig machen. Nein, du Leon, du nix robust, du Leon. Robust heißt Rubius und ist in Hogwarts. Du Leon in... wo kommt er her? Erlangen, genau. Ich will immer Bamberg sagen. Wieso will ich eigentlich immer Bamberg sagen? Hat wahrscheinlich mit Tommy Jau zu tun, dieses, welches war das Resturlaub, das Buch. Das spielt in Bamberg, zumindest der Anfang. Und da, wo es dann auch noch um ein Kindeswohl geht, hört auch bei mir der Spaß auf. Ja, bei mir auch. Endgültig der Spaß auf. Unsere Kinder müssen auf dieser Welt geschützt werden. Ja. Ja, richtig. Ja? Und nicht in so einen tummeligen Abschaum reingezogen werden. Ein tummeliger Abschaum? Ein tummeliger Abschaum, das klingt jetzt aber schon wieder irgendwie positiv, Leon. Das klingt irgendwie niedlich. So, hat so ein bisschen was von einer Ameisenfarm, aber anstatt Ameisen lauter so niedliche, kleine, fluffige Hamster. Ein tummeliger Abschaum, das ist schön. Und an die Eltern von dieser Person, die da gerade gesprochen hat. Ich glaube, die ist volljährig, du. Die klang schon etwas erwachsen. An diese Eltern, die Person, die da gerade in diesen Audiospulen gesprochen hat. Eigentlich, welche von beiden meinst du? Du hast gemerkt, dass das zwei sind, ja? Ich frag nur für einen Freund. Ich kann euch eins garantieren. Ihr Sohn, ihr leiblicher... Hast du gerade sein Gender assumed? Hast du dich gerade strafbar gemacht, Leon, du? Ihr Sohn, und wenn er erwachsen ist, vergreift sich jetzt hiermit an fremde Kinder und schiebt die Schuld und zwar
in jemand anderen. Du hast gerade jemandem unterstellt, dass er sich an fremden Kindern vergreift. Also, wobei es egal ist, ob man sich an fremden Kindern oder an eigenen Kindern vergreift. Man vergreift sich generell an keinen Kindern. Punkt. Aus Ende. Da gibt es ja gar keine Diskussion. Das ist ja klar. Leon, hast du dich gerade strafbar gemacht? War das üble Nachrede, Verleumdung, Betrug, Terrorismus und was gab's noch? Anstiftung zum Hut tragen oder so ähnlich? So schaut die Realität nämlich aus. Und es sind auch noch andere Ferkeln, die das machen werden. Und deswegen kann ich an die anderen Ferkeln nur noch sagen, jetzt könnt ihr noch aussteigen. Ihr werdet bitterböse dafür drankommen. Und ich werde jetzt in den nächsten Tagen einige Schlussstriche mit einigen von euch ziehen. Ich habe Hast du ein Edding? Genug Beweise in der Hand. Jetzt schlage ich bei euch zurück. Bevor ihr schon überhaupt auf die Idee kommt. Ja, jetzt wird präventiv zurückgeschlagen. Sowas anzuhängen. Ne? Jetzt. Aber hallo, jetzt gibt's die präventive Vorwärtsverteidigung. Werdet ihr mich kennenlernen. So, jetzt lest euch genau durch, aber haargenau durch, was an Strafmaß auf euch zukommt. Und jeder, der das immer noch ins Lächerliche zieht, dem kann ich nur sagen, dann lerne mit diesen Konsequenzen umzugehen. Ganz einfach. Oh, wisst ihr Bescheid. Und diese Person, die da geredet hat, die... Welche der beiden zum x-ten Mal? Diese Person werde ich jetzt zwar mit allen Mitteln, die sich gewaschen haben, werde ich diese Person, die da gerade gesprochen hat, die diesen üblen Scheiß und Attentat da auf mich plant. Ein Attentat? Wie kommst du jetzt auf ein Attentat? Okay, also du hast... Er hat wirklich irgendwie eine komplett andere Spule gehört. Irgendwas mit Osama Bin Laden, der plant, den Jumbo in seine Bude zu fliegen. Anders kann ich es mir echt nicht mehr erklären. Aber ich finde es schön, dass er nur mit Mitteln, die sich gewaschen haben, kommt. Hygiene ist ja auch wichtig. Auch das sollte man Kindern beibringen. Hygiene natürlich nicht zu steril, ihr wisst, Allergien, bla bla. Aber doch, auch Hände waschen ist wichtig, besonders nach dem Essen. Ihr wisst ja nie, wo das Essen vorher gelegen hat. Ich werde diese Person, ja? Nach Guantanamo schicken wegen Attentat, ja. Die Caritas auf den Hals schicken. Ui, ist das schlimmer als Siemens? Ich kenne mich da nicht aus. Ist die Caritas noch eine Stufe härter als Siemens? Also Siemens ist sowas wie SEK und Caritas ist dann sowas wie die Navy Seals, glaube ich. Und werde uns sagen, dass in dieser Stadt, wo die Person wohnt, die zuständige Psychiatrie verständigen, damit... Outplayed hier gibt's keine. Diese Person da oben in ihrem Schiffskopf... Im Schiffskopf? Ah, okay, die Person kommt also ganz offenbar von der Küste aus dem hohen Norden. Die wohnt an der Waderkant und hat anstatt des Kopfes ein Schiff. Gut, die dürfte ja leicht zu finden sein. Mal wieder normal wird. Und diese Person, die schon so weit geht... Du, die kann auch so weit schwimmen, weil die hat ja ein Schiff anstatt Kopf. Kinder mit reinzieht und dann die Schuld auf einen anderen schiebt, ja? Und Kinder dazu noch erpressen will, ja? Mhm. Per aller Liebe, meine Freunde, dass diese Kinder falsch aussagen, per aller Liebe, meine Freunde, da hört der Spaß auf, endgültig auf. Da hört der Spaß auf. Ich würde sagen, also bei sowas da hat der Spaß schon vorher aufgehört. Aber wie kommt er darauf? Also wie kommt er auf sowas? Wie kommt er auf diese Idee? Doch nicht von diesem Audioschnipsel. Ja? Und diese Person, die das nun in dieser Audiospule gesagt hat, die konnte sich auf ein rigoroses und zwar... Ein... Rigoroses, also es ist rußig und es ist rigig. Also Rigips, der verrußt ist, das kennt man. Wenn der Schornsteinfeger länger nicht da war und man hat so eine blöde Wand aus Rigips, die ist dann verrußt. Ist auch mal passiert, bei Bekannten. Die hatten so einen Ofen, da kam der Schornsteinfeger, irgendwie hat er es geschafft, tatsächlich diesen Rauchabzug vom Ofen aus der Wand rauszumeddeln. Und dann war die komplette neu renovierte Wohnung verrußt. Das hat ausgesehen wie Sau. Ich hätte die Bude einfach niedergebrannt vor lauter Frust. Problem gefasst machen.
Ach, der ist ja auch noch da. Hi, Leon. Der konnte dann und zwar im Knast weiter triggern und weiter seinen Müll nämlich an die Wände schreien. Ist doch schön. Ja, dann, also wenn er im Knast einfach so weitermachen kann, dann ist es für den ja keinen großen Unterschied. So schaut's nämlich aus. Ja, und eben. Wenn diese Person oder andere, die jetzt da noch mitlaufen, mir das antun, ich hole mir von diesen Personen auch noch Schadensersatz raus. Ah ja, für welchen Schaden genau? Welcher Schaden ist ja jetzt im Moment so entstanden? Von wem? Also durch wen ist jetzt welcher Schaden entstanden? Materiell. Beziffer den mal am besten schriftlich und schieb's unter der Tür der Maschinenkirche mal durch. Ich lese es mir dann durch und dann lasse ich mich einweisen. Und das wird teuer. Ja. Mir fällt übrigens gerade auf, die Tür der Maschinenkirche ist orange. Seine Wände auch. Sehe ich da einen Zusammenhang? Richtig teuer. Jetzt hat man noch die Möglichkeit, sich zur guten Seite zu wenden und aufzuhören. Endgültig aufzuhören. Und jeder, der jetzt nicht dafür belangt werden möchte, der steigt jetzt in diesem Moment aus. Ja, in Fahrtrichtung links. Vorsicht an der Bahnsteigtante, da steht ein Onkel oder so ähnlich. Und hilft mir dabei? Nee, ich glaube nicht, dass dir zu helfen ist, Leon. Diese Deppen ans Messer zu liefern. Was? Ans Messer? Nee, du, wir haben schon genug Messerkriminalität in Deutschland. Wir brauchen da nicht noch mehr. So. So, und nun? Und damit wisst ihr Bescheid. Gut, und jetzt spielen wir Modelleisenbahn. So, in diesem... Apropos, war er nicht in Hamburg? Hat er da diese kleine Modelleisenbahnstadt besucht? Das würde doch zu ihm passen. Das wäre etwas, was mich auch mal interessieren würde. Sinne, ich verbleibe. Okay. Euer Leon Elektronik und an alle Menschen da draußen Vorsicht. Äußerste Vorsicht. Ja, seid vorsichtig. Bei Regen könnte es glatt werden. Also immer aufpassen. Ne? Augen auf im Straßenverkehr. Vor solchen Idioten. Ach so, ja, das auch. Was die da mittlerweile planen, das ist nicht mehr normal. Diese Leute haben einen Lattenschuss weg. Die sind geistig und kopflich so gefickt. Ja, nicht nur geistig, sondern auch im Kopf. Und zum Teil sogar mental. Okay. Die sind alles andere als lustig und das ist, und die sind alles andere als normal. Ja? Und Aha. Diese Menschen, die mir sowas antun jetzt, wie ihr es gerade gehört habt, ja? Leon, es tut mir sehr leid, es dir sagen zu müssen, zum, ich weiß nicht wievielten Mal, aber wir haben da nichts gehört. Ich glaube, das ist echt die falsche Spule vorgespult. Die werden und zwar robust dafür bestraft werden. Mhm. Aber so dermaßen, dass denen Lachen sehen und hören vergeht. Und jeder, der nicht im polizeilichen Führungszeugnis landen will und auch nicht hinter Schloss und Riegel landen will, der hat jetzt die Chance, sich auf die gute Seite zu wenden, sich für all das zu entschuldigen und endgültig aufhören und mit dem Triggern ein Ende bereiten. Ja, sonst steht ihr mit im polizeilichen Führungszeugnis. Ihr wisst ja, die Polizei bekommt jedes Jahr vom Innenminister ein Zeugnis ausgestellt, wie gut sie ihre Arbeit gemacht hat und ja, wer hergegangen ist, um die Scheiße zu bauen, steht dann in diesem Zeugnis mit drin. Zum Beispiel, keine Ahnung, denjenigen beim Triggern erwischt 1+ oder so. Das ist dann, also, wenn ihr da nicht mit drinstehen wollt, dann lasst euch nicht erwischen. Ich meine, stellt nichts an. Denn jeder, der weiter triggert, der macht sich dann für diese Aussage, was da versucht wird gegen mich, macht sich damit mitstrafbar. Ja, auf jeden Fall, aber hallo mindestens. Oh, ja, ja. Und der geht ebenfalls sitzen. Und das wird für diese Personen einen Eintrag ins polizeiliche Führungszeugnis geben. Ja, Triggern 1+ mit Sternchen. Und die werden so schnell keinerlei Arbeit mehr finden. Kein Arbeitgeber würde solche Strafverbrecher überhaupt noch aufnehmen. Was hat er gesagt? Kein Arbeitnehmer würde solche Strafanträge aufnehmen? Ja.
Du, Leon, ich glaube manchmal, wenn Leute aus dem Knast kommen, da gibt's dann diese ganzen Rehabilitationsprogramme, manchmal sollen gewisse Leute das Gefühl haben, dass Ex-Knackis mehr Hilfe bekommen, einen Job zu finden, als Leute, die einfach so aus anderen Gründen über längere Zeit arbeitslos waren. Also könnte es sein, dass die dann doch wieder einen Job finden, besonders wenn sie was gelernt haben und was können. Die werden sich ihr ganzes Leben verspielt haben. Und jeder, der sich das nicht verspielen will und irgendwann mal später mit dem Becher auf der Straße sitzen will oder auf TikTok und betteln muss, weil er keine Arbeit kriegt, der sollte sich jetzt überlegen, wie weit er noch gehen will. Also bestenfalls bis runter zur Straße, weil dann ist man ja dort und kann den Becher hinstellen. Jetzt ist noch die Möglichkeit auszusteigen und dem Ganzen am Ende zu bereiten. Aha. Und das sage ich hier mit vollem Bewusstsein. Dein Bewusstsein ist voll, okay. Wie voll? Und dieses Video werde ich auch speichern. Das werde ich nämlich vor Gericht nämlich auch mit zum Ausdruck bringen. Und dann werden wir mal sehen, wer... Wie lange der Richter lacht. Ja, Leon, das ist eine ganz vorzügliche Idee. Bitte sag uns Bescheid, wann diese Verhandlung ist. Ich würde da gerne als Zuschauer hingehen. Es ist zwar ein bisschen weiter für mich, aber das würde ich doch gerne live sehen, diese Show. Das schwarze Schaf im Stall ist. Hallo, das war jetzt rassistisch. Sehr klar, ne? Ne? Also, jetzt blende ich es ein. Dieses Strafmaß, was ihr jetzt lesen werdet, wird auf diese Person, die man gehört hat, auf diese Person wird es zukommen. Wenn ihr diese Person kennt, dann warnt sie jetzt davor, sie kann jetzt noch aussteigen. Ja. Soll ich ihn nochmal fragen, welche der beiden Personen oder... Nee, hat eh keinen Sinn, oder? Jetzt in diesem Sinn. Ja. Aber hallo. Nur mal endgültig. Ja, keine weitere Vorwarnung. Jetzt endgültig. Er blendet es jetzt ein. Jetzt. Also jetzt sofort. Ohne weitere Pausen wird er es jetzt einblenden. Auf der Stelle. Endgültig. Ja. So. Sie kann jetzt doch aufhören mit dem Scheiß und konnte sich vor einer rigorosen Strafe bewahren. Ja, alternativ könntest du auch endlich den Kram einblenden und dann weitermachen. Aber auch nur, wenn er aufhört. Wenn er nicht aufhört, dann wird er mit diesen Konsequenzen leben müssen. Ach so. Ach so, also wenn er nicht aufhört, sondern weitermacht. Ah ja, okay, gut, dass du es erklärst. Ganz einfach. Und ich bin dazu verpflichtet, gegen diese Person jetzt zivilrechtliche Konsequenzen einzuleiten. Das halte ich jetzt für ein Gerücht. Also, wenn du von einem Verbrechen erfährst, bist du eigentlich verpflichtet, das zur Anzeige zu bringen. Aber wenn es um zivilrechtliche Sachen geht, da kannst du auch sagen, komm, nee. Also, solange es gegen dich geht. Bei anderen solltest du dann schon als Zeuge... Hat man als Zeuge eigentlich die... Also hat man die Pflicht, als Zeuge auszusagen, wenn man Zeuge von irgendwas ist? Wenn es jetzt so rein zivilrechtlich ist? Ich habe da keine Ahnung. Aber bei Strafsachen, ja, da muss man... Das könnte sonst Dingsbums sein hier. Situation einer Herstellung einer Situation. Wie scheiße, wie war denn das... Ah, da gibt's ein Wort für, das besteht aus mehreren Begriffen. Er färbt auf mich ab, mir fällt's nicht ein. Irgendwas mit, Ding. Wenn ich das Video hochgeladen habe, fällt's mir ein, garantiert. Denn das, was da gefahren wird, hat mit Strafvereitelung, glaube ich. Normalen und gesundheitlichen Menschenverstand nichts mehr zu tun. Ja, also, wenn ihr einen gesundheitlichen Menschenverstand habt, dann denkt ihr oft über Vitamine nach, über Mineralien, Spurenelemente, aber nicht über sowas, worum auch immer es gerade geht. Na, Leon, hallo? Ja, so schaut's nämlich aus. Wir haben noch 10 Minuten vor uns. Und... Leute, jetzt kommt noch der Oberhammer.
den werde ich euch gleich erzählen. Ja, und dann kommt noch der Gustl Bayerhammer. Schaut euch jetzt erstmal an, was für Strafmaß auf diese Personen zukommen werden. Und für auf diese Person, die wir gerade im Audio gehört haben. Die wird uns ihres Lebens nicht mehr froh werden. Nach Strafgesetzbuch. Und die Person sollte jetzt mal nachdenken, wie weit sie noch gehen will. Ob sie wirklich... Warum knetest du eigentlich die ganze Zeit so komisch deine Finger? ...selber im Knast schmoren will. Und wieder auf die Kamera getatscht. Ja, Leon, schön, dass du es uns einblendest. Wir können es gerade so entziffern. Wäre natürlich nicer gewesen, wenn du es vorliest. Ich bin ja auch dämlich. Jetzt ziehe ich das OBS größer, als könntet ihr es dadurch besser lesen. Also ich lese den Schluss jetzt nicht vor. Was heißt den Schluss? Das sind natürlich unsere wunderbaren deutschen Gesetze, die kein Schluss sind, aber ich lese das jetzt natürlich nicht vor. Wen es interessiert, der kann es ja selbst nachlesen. Die meisten wissen es ja eh. Die Hälfte meiner Zuschauer ist ja mindestens Jurist oder hat einen Großcousin-Onkel, der als Medienrechtsfachanwaltsverteidiger arbeitet und hat dort auch im Büro das Dach gedeckt, schon mit 4 Jahren, als er mit Papa im Wald war. Ihr wisst, was ich meine. Wer wieder besseren Wissens. Ah, genau. Ja, also Verleumdung ist, wenn man weiß, es ist nicht wahr, was man behauptet. Betrug, ja. Ui, 6 Jahre bis zu 10 Jahre. Besonders schweren Fällen liegt in der Regel vor, wenn der Täter gemein ist, wenn er böse ist, wenn er verbotene Sachen tut. Ui. Wie kommt der eigentlich auf Betrug? Jetzt mal ernsthaft. Wie kommt er überhaupt auf diesen ganzen Schluss? Was hat er da rausgehört? Vortäuscht einer Straftat. Huch. Ja, da steht's. Ja, wer hergeht und die Scheiße baut, der ist etc. derjenige. Leon, ernsthaft, du spielst uns das jetzt einfach so ein. Ich meine, den verdammten Busfahrplan hat er uns vorgelesen. Und das blendet er uns jetzt einfach wortlos ein als Bild. Hallo? Was ist denn das für ein Service? Ui, Erpressung. Erpressung? Wie kommt der jetzt noch auf Erpressung? Leon, was läuft bei dir gerade verkehrt? Jetzt mal ernsthaft. Hatte ich die Maschinenkirschweiber um Mitternacht heimgesucht? Ah nee, die kommt erst um 3, glaube ich, oder? Habe ich ganz vergessen, die Uhrzeit, wann die Maschinenkirchweih spukt. Weil mal Hui Bu spukt zur Geisterstunde, klassisch Mitternacht. Die Hexen kommen um 3. Und von 1 bis 2 ist Schichtübergabe, oder? Oh, ich hab's mir gar nicht gemerkt. Was? Nee, und das kann jetzt aber echt keine Sau mehr lesen. Also, nee, komm. Aber er hat schön markiert. Das muss man ihm lassen. Er hat Stellen markiert. Womit die was zu tun haben, weiß kein Mensch. Eventuell weiß er selbst. Wir werden es niemals nachvollziehen können. Ich habe keine Ahnung, was er von uns will. Aber uns meint er ja auch nicht. Oh. So. Ja, da bist du ja wieder. Und weißt du mittlerweile, was du jetzt eigentlich von uns willst? Leute, da habt ihr es gelesen. Ha! Outplayed, wir haben dich mitgelesen. Ella Badge, Gelesen. Und dieses Strafmaß, was ihr gerade gelesen habt, wird auf diese Person, die da gerade geredet hat, die das plant mit anderen Leuten, die wird diese Person... Ihr könnt das nicht sehen, aber ich nicke ganz fasziniert. Und auch andere, die das planen und umsetzen, die werden mehr mit diesem Strafmaß und zwar zivilrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen bekommen. Aber sowas von. Und wenn man das zusammentut... Ja, das wird ja addiert, bekanntlich. Da kommen mindestens 179 Jahre bei raus. In einem Fall ist es mit einigen... Jetzt haltet euch fest, mit einigen... Rainer, Leon, ich halte mich immer noch fest. Geldbußen nicht mehr getan. Nee, Geldbusse reichen da schon nicht mehr, da braucht er schon Geldzüge oder Geldspeicher oder Geldschiffe.
Ja, der eine hatte doch ein Schiff anstatt einem Kopf, das wird mit Geld gefüllt. Das sagt dann der Richter, okay, ein Geldschiff, das reicht. Und es wird uns zwar eine richtig gesalzene Strafe für diese Personen geben. Ja, eine richtig gesalzene Makrele und Leon darf sie dann essen. Die werden regelrecht und zwar einfahren. Ja, die werden einparken vor Gericht, bevor die Verhandlung ist. Werden sie einparken, dann aussteigen, dann hochgehen, dann wird die Verhandlung sein, dann werden sie wieder runtergehen, einsteigen, ausparken, nach Hause gehen und die ganze Zeit über lachen. Gehe ich mal von aus. Genau wie der Richter auch. Hinter die schwedischen Gardinen. Ja, schwäbische Gardinen, ihr wisst, die bestehen übrigens aus Spätzle. Halten nicht besonders gut, aber sind lecker. Ja? Ihr habt das jetzt gelesen, was da auf dem Zettel steht. Nö. Achso, das hätten wir lesen sollen. Sorry, blend noch mal ein. Und jeder, der das jetzt noch befürwortet und mitmacht, der wird für diese Straftaten ebenfalls mitbelangt werden. Aber und dann ist das ganze Leben von diesen Personen verpfuscht. Ja, weil ihr dann mit im polizeilichen Führungszeugnis steht. Ihr werdet so schnell keine Arbeit mehr finden. Ihr werdet einen super Eintrag ins polizeiliche Führungszeugnis bekommen. Echt? Ein super Eintrag? Oh, das ist ja klasse. Also, ich hatte schon im normalen Zeugnis, ich habe mich immer gefreut, wenn ich dann einen super Eintrag drin habe. Bin da drin schon, ey, super. Fand ich toll. Die Eltern da immer, wey, da steht super drin. Ist doch klasse, Leon. Ey, mach's uns doch nicht noch schmackhaft. Und dann braucht er nimmer ankommen, der böse Leon ist schuld. Nein, das ist dann ganz allein eure Schuld. Wisst doch Bescheid. Weil zwar ihr diesen Stein ins Rollen gebracht hat, weil ihr menschlich und im Kopf so kaputt seid. Also ihr hört, der Kopf gehört eigentlich gar nicht zum Menschen, denn sonst hätte man das jetzt nicht extra sagen müssen. Also der Mensch ist eigentlich ohne Kopf geboren, der Kopf wird erst später nachgeliefert. Dass ich gegen euch schwere Geschütze aufgefahren habe. Das habt ihr euch dann selber zuzuschreiben. Weil sowas, was ihr macht, macht man nicht. Ja, genau. Also, ich hab zwar keine Ahnung, was er macht, aber das tut man nicht. Was macht ihr denn gerade? Macht ihr irgendwas, von dem ich wissen sollte? Oder irgendwas, von dem ich besser nichts wissen sollte? Ja, da hört der Spaß auf. Also, jeder, der jetzt da vernünftig und dem klar wird, wo das Ganze jetzt hinausläuft, der kann jetzt noch sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe genug mit diesen Trollkommandos zu beschäftigen und so weit zu gehen. Jetzt kann man noch aussteigen. Jetzt kann man noch aussteigen. Ja, jetzt könnt ihr noch aussteigen. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Wenn erstmal die Anzeigen im Laufen sind, ist Aussteigen zu spät. Und diese Person, die das auch noch lustig findet, die ja noch so schön gelacht hat in dieser Audiospule. Ah, er hat also doch gemerkt, es waren zwei. Der Allerliebe, du wirst nichts mehr zum Lachen haben. Das halte ich für ein Gerücht. Ich glaube, der wird auch in Zukunft noch ein paar Sachen haben, über die er gut lachen kann. Dir sollen sie einen richtigen Fraß einmal und zwar durch die Gittertür schieben, damit du mal... Dem sollen sie einen richtigen Fraß durch die Gittertür schieben. Leon, glaubst du, dass das in Gefängnissen heute noch so ist, dass die Leute den ganzen Tag in der Zelle sitzen, vorne die Türen vergittert sind, wie in diesen amerikanischen Krimis, und dann schieben sie einem einmal am Tag so einen Napf mit halbwegs warmem Pumps durchs Gitter? Ich meine, ja, es ist so, aber woher weiß der das? Weil du wieder lernst, wo das vernünftige Leben sitzt und dass das, was du gerade... Ja, das vernünftige Leben, das sitzt übrigens, ich glaube, auf Neuschwanstein, neben dem Gästeklo ist so eine kleine Kammer, da sitzt das vernünftige Leben. Wenn du jonglierst, alles andere als witzig ist. Und Leute, wollt ihr wissen, was mir so vorkommt, dass diese Person, die wir ja abgehört haben, ja? Leon, was meinst du eigentlich mit, die wir abgehört haben? Da hat einer eine Aufzeichnung gemacht. Du weißt, was abhören bedeutet, ja? Das ist, wenn man mit dem Stethoskop hingeht und sagt, husten Sie mal. Oder wenn man jemanden eine Wanze irgendwo in die Bude packt. Kann man eigentlich jemandem auch eine Wanze in die Lunge und dann sagen, husten Sie mal? Das wäre doch praktisch, oder? Das wäre so quasi WLAN abhören beim Lungenfacharzt.
Ich werde das mal der Krankenkasse vorschlagen. Ich glaube, da bekomme ich einen Orden für. Auf diese Audiospule, ja, dass diese Person, und jetzt haltet euch fest. Du, Leon, ich halte mich schon die ganze Zeit fest. Dass diese Person. Ja? Riga-Recht. Riga-Recht? Riga? Riga, das liegt doch oben hier am baltischen Dingsbums da, in der Nähe des Wassers. Heinz Erhard ist in Riga geboren. Anscheinend noch nie etwas mit Polizei und Strafmaß zu tun gehabt hat. Kann gut sein. Viele Leute hatten noch nie was mit der Polizei. Obwohl, also eine Verkehrskontrolle. Ich glaube, jeder ist schon mal in eine Verkehrskontrolle gekommen, oder? Und Polizei. Die Polizei kam früher an die Schule, hat Verkehrserziehung gemacht. Jeder hatte schon mal irgendwas mit der Polizei zu tun. Gut, mit Strafmaß jetzt nicht unbedingt jeder. Aber mit der Polizei hat eigentlich schon mal jeder irgendwie was zu tun. Ich glaube, die waren bei uns sogar mit an der Grundschule als diesen Fahrradführerschein für Kinder, wo dann mit Kreide Straßen und Kreuzungen auf dem Schulhof gemalt werden und dann lernt man da zu fahren wie ein Henker, damit man sich später im Straßenverkehr aufführen kann wie eine rostige Wildsau. Das muss man ja auch erstmal lernen, ne? Dass man, wenn die Ampel rot ist, schnell auf den Gehweg, an der Ampel vorbei, hinten wieder auf die Straße, also alle Regeln konsequent missachten und ja, sich halt aufhören wie bekloppt. Das musst du erst lernen, das passt dir nicht so drauf. Und deswegen erlaubt er sich alles, weil er denkt, da wird nichts passieren. Und er kommt aus dieser Nummer fein raus. Dabei kommt er überhaupt nicht fein raus. Nee, der kommt doch ganz unfein raus. Ohne Krawatte. Aber genau das Gegenteil wird der Fall sein. Ja, er kommt nämlich fein rein. Mit Krawatte. Und ich warne davor. Und jetzt sage ich hier noch was, was nach meinem normalen Interesse ist. Nach deinem normalen Interesse. Okay. Hier in Deutschland und da draußen gibt... Ah, also nicht nur hier in Deutschland, sondern auch draußen. Deutschland findet bei ihm im Saale statt. Es Kinder... Ernsthaft? Gut, kann ich jetzt nicht sehen, ist dunkel draußen. Ah, ich glaub dir das einfach mal. Es gibt sowohl in Deutschland als auch draußen Kinder. Gut. Die aufwachsen, die ein erwachsenes Leben noch vor sich haben. Nein. Was, ernsthaft? Die bleiben nicht so klein, die werden größer? Das ist ja blöd, dann passen dir ja irgendwann die Klamotten gar nicht mehr. Das ist ja mal total unpraktisch. Nee, jetzt mal unter uns, ist das mir. Hat er sich das jetzt ausgedacht oder stimmt das? Werden Kinder echt größer? Wachsen die auf? Ja, wie blöd ist das denn? Und diese Kinder hier in Deutschland und überall auf dieser Welt, diese Kinder müssen geschützt werden. Ja, klar. Hat auch keiner was gegen gesagt, Leon. Von kriminellen Menschen wie. Was? Die sollen von du willst die Mafia engagieren, um die Kinder zu schützen? Machst du da nicht ein bisschen den Bock zum Gärtner? Wobei, Mafia, Italiener sind sehr kinderlieb, sagt man. Ich glaube, die würden den Kindern, obwohl, das sind Verbrecher. Schwierig, ne? Einerseits, Italiener, sehr kinderfreundlich, andererseits Berufsverbrecher, skrupellos, man weiß es nicht. Diese Menschen, die gerade so einen Scheiß planen. Aber man muss ja nicht unbedingt die Mafia nehmen. Es gibt doch auch andere organisierte Kriminelle, die man engagieren könnte, um auf Kinder aufzupassen. Irgendwelche Rockerbanden oder ja, da gibt's doch noch die Yakuza und Triaden und wie heißt das in Korea? Hyung oder so ähnlich oder Pang oder Dong oder ja, es gibt da ganz verschiedene. Zur Not einfach hier da, wie heißen sie? Ja, die HNO. Da die Health Angels. Die Kinder müssen geschützt werden. Denn ein Kindesmissbrauch ist das Schlimmste, was man machen kann. Ja, da. Gut, gibt Leute, die sagen, Mord wäre natürlich noch schlimmer, aber wer ein Kindesmissbrauch, da versause dem Kind auch das komplette Leben im Endeffekt. Das ist fast, wie, als würde das uns umbringen. Nur, dass es wenn das umgebracht hast, ist es halt gleich tot. Bei einem Kindesmissbrauch, ja, bringst du es innerlich um und ist ein ekelhaftes Thema. Schlimmste.
Und mir ist das Wohl der Kinder sowie auch anderen Menschen sehr heilig. Ja, das ist auch schön. Und da, wo Kinder mit ins Spiel kommen, hört für mich der Spaß endgültig auf. Ja, okay. Ich weiß jetzt, wie das meint. Also generell. Man kann auch Spaß haben, wenn Kinder dabei sind. Man kann zum Beispiel mit denen ganz toll Fußball spielen. Nur hinterher in der Umkleidekabine. Macht man dann getrennt. Also die Kinder in die eine, die Erwachsenen in die andere. Bitteschön. Aber ich weiß, wie er es meint. Ja, da hört der Spaß wirklich auf. Das ist für mich kein Spaß mehr. Da ja, muss man handeln. Ja, ist dann auch kein Spaß. Und das zu Recht. Unsere Kinder müssen geschützt werden. Ja, nicht nur unsere. Alle. Und deswegen sage ich, diese Person, die da reingesprochen hat, hat absolut gar nichts gesagt, was auch nur ansatzweise vermuten lässt, dass sie irgendwas vorhat, Kindern anzutun. Um es dir mal nochmal klipp und klar zu sagen. Ja, in dieser Audiospule, diese Person in dieser Audiospule. Was ist bei dir eigentlich schief gewickelt, dass du dauernd von Spudeln redest? Die versucht, Kinder zu erpressen, dass die gegen mich eine falsche Aussage machen. Die hinterher gar nicht stimmt. Was? Die Aussage ist nicht nur falsch, die stimmt auch noch gar nicht. Das ist ja doppelt gemein. Ja? Was diese Person selber inszeniert hat. Ja? Junge, du machst mir Angst, wenn du so nah an die Kamera kommst. Kann ich nur eins sagen. Sperrt diese Person, die das auf die Kinder vorhat, endgültig weg. Endgültig? Du meinst so mit Schlüssel wegwerfen? Ich glaube, das machen wir in Deutschland nicht. Diesen Kinderschänder, der gehört in das Gefängnis. Okay, Leon, hast du jetzt gerade diese Person aus der Spule öffentlich als Kinderschänder bezeichnet? Es könnte leicht problematisch sein. Und ich kann auch sagen, dass den, wo wir gerade abgehört haben, der sich in dieser Leipziger Fanclub-Gruppe mit einschleust, der ist ein Kinderschänder, ein Der schleust sich da ein, also der gehört da gar nicht dazu. Ah ja. Buster Kinderschänder. Und der gehört zuerst hinter Schloss und Riegel. Und jeder, der da mitläuft und der ebenfalls in dieser Telegram-Gruppe noch tätig ist und auch so ein Anschlag plant, der wird auch als Kinderschänder abgestempelt und wird mit einigen Problemen rechnen müssen. Jetzt haben wir noch die Chance auszusteigen. Ach so, man hat noch die Chance auszusteigen. Ja Leute, dann steigt doch aus. Und an die ganze Welt, schützt eure Kinder. Ja, das ist das, was ich unterschreiben kann. Schützt eure Kinder, sofern ihr welche habt. Wenn ihr keine Kinder habt, sondern andere Menschen, dann schützt halt die. Schützt sie. Eure Kinder sind durch solchen Idioten da draußen, die mir schon an die Wäsche gehen. Ich glaube nicht, dass da jemand an die Wäsche geht. Apropos, das T-Shirt trägst du bei jedem Video, oder? Also bei jedem Indoor-Video. Von diesen Idioten, die mich schon die ganze Zeit triggern und mittlerweile solche schweren Geschütze auffahren, wie ihr es gerade abgehört habt. Eure Kinder sind ebenfalls in Gefahr. Ja, welcher Gefahr jetzt genau? Schützt sie. Schützt sie. Ich stehe dahinter. In diesem Sinne. Was? Wieso fängt das jetzt wieder von vorne an? Ja. Oh, Moment, ich mach das mal aus. 28 und Swam? 38. Ich hätte eigentlich mehr erwartet. Aber ich glaube, er war selbst zu verwirrt für uns. Wie kommt er aus von diesem Audioschnipsel drauf, solche Behauptungen in die Welt zu... Ich kann's einfach, also ich kann's beim besten Willen nicht nachvollziehen. Donnerwetter, also, da muss ich mich jetzt erstmal von erholen. Da hofft man ja fast, dass Bumsti mal wieder streamt. Uiuiui. Boah, ne, mal lieber. Okay, was morgen passiert, wissen wir noch nicht. Würde ich sagen, wir lassen uns überraschen. Und bis dahin, möge das mit euch sein. Ich muss jetzt erst, ich brauche jetzt erstmal ein Heißgetränk. Donnerknispel.
Ciao, ciao, mein lieber Scholli.